Hi Leute, ich mache jetzt das U bis Z Update und ich beginne auch gleich. Der erste ist The Unborn ab 16. Ist die ungekürzte Fassung und ist schon ein ziemlich cooler Film. Aus der Videothek wieder. Ich habe vieles aus der Videothek. Also der Film ist auf jeden Fall sehr spannend gemacht und hat auch einige gute Effekte. Und dann Undead, das ist auf jeden Fall ein B-Movie im Splatter-Stil, kann man auf jeden Fall sagen. Film ist schon recht amüsant und ab 16 ist auch ungekürzt. Es gibt noch eine Spezialedition, aber das reicht mir schon. Es ist die ungeschnittene Fassung. Ist jetzt kein unbedingtes Must-See, aber man kann ihn sich auf jeden Fall ansehen. Er macht auch ziemlich Fun. So, dann kommen wir zu einer Trilogie. Das ist die Andover-Trilogie. Ist eine ziemlich gute Trilogie geworden auch. Den ersten liebe ich, den zweiten Teil ist auch noch in Ordnung. Den dritten Teil ist jetzt auch noch ganz akzeptabel. Ist mit dem Wendecover. Obwohl, es ist ja ein richtiger dritter Teil. Es ist eigentlich ja ein Prequel zum ersten Teil. Und, aber so alles in einem ist Underworld schon eine ziemlich gute Trilogie geworden. Also, kann man auf jeden Fall sehen. Ja, dann kommen wir zu einer Blu-ray Van Helsing ab 12. Ist ein ziemlich cooler Film. Und macht auch Spaß. Es ist zwar auch ein bisschen mehr Actionfilm als ein Horrorfilm, aber die ganzen Klassiker wie Werwolf, Mensch, Frankenstein und natürlich auch Dracula sind hier vertreten. Deswegen setze ich ihn auch so ein bisschen hier in diese Sparte mit ein. Dann Der verbotene Schlüssel ist ein ziemlich guter Thriller geworden. Hat auch ein bisschen Horroratmosphäre und ist auf jeden Fall sehenswert. Er hat eine wirklich unerwartete Wendung am Ende und macht auch ziemlich viel Spaß. Und Kate Hudson hat hier wirklich eine sehr gute Rolle und den Film kann man sich auf jeden Fall ansehen, muss man aber nicht. Ja, dann kommen wir zu Verflucht, einem Wes Craven Film in der unzensierten Fassung. Ich liebe den Film, er ist wirklich cool geworden. Und das zeigt auf jeden Fall, dass Wes Craven auf jeden Fall zu einem der großen Horror-Genre auch gehört. Hat ja einige gute gemacht, wie Scream, Nightmare on Elm Street, ja, Herz der Weiß. Ja, und Verflucht ist schon auch ziemlich verflucht cool geworden. Dann The Village, das Dorf von M. Night Shyamalan. Ist auch ein ziemlich intelligenter, guter Thriller mit ziemlich guten Stars, unter anderem eben auch mit Adrian Brody, Joaquin Phoenix. Und er hat auf jeden Fall Gänsehaut-Feeling dabei und ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Film geworden. Also kann man sich auf jeden Fall auch wieder ansehen. Ja, und dann kommen wir zu einem der Kultklassiker. The Birds. Alfred Hitchcock, Die Vögel. Also, wenn man vom Horror spricht, dann darf man natürlich nicht an Alfred Hitchcock Psycho oder Die Vögel vorbeikommen. Die sind Kult. Die gehören ins Horror-Genre. Und vor allen Dingen ist der Film hier auch ziemlich klasse geworden. Da können die heutigen Filme sogar noch einiges dazulernen, da der eigentlich nicht aus Computereffekten besteht, sondern einfach nur zusammengemixt aus den realen
Vögeln einfach. Und auf jeden Fall exzellent gemacht. Ja, dann kommen wir zu Wächter der Nacht und Wächter des Tages. Diese beiden Filme sind ein Mix, ein wenig, aus Horror, Action, Fantasy. Und diese Mischung ist bei den Filmen ziemlich klasse geworden. Die Effekte sind auch natürlich saucool und sind deswegen auch schon sehr sehenswert, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ziemlich sehenswert. So, dann kommen wir zum nächsten Kultklassiker, der auch eindeutig ins Horror-Genre gehört. Es gibt 4 Teile. Ich habe bisher nur 2. Ich spreche hier von Der Weiße Hai. Gehört nun mal auch ins Horror-Genre. Klassiker von Steven Spielberg. Von wem sonst auch. Und beide 16. Und ich glaube, dazu muss ich jetzt eigentlich nichts mehr weiter sagen, außer einfach nur Kult. Weil jeder weiß, Der Weiße Hai gehört einfach in jeder Sammlung, in jede gute Horrorsammlung gehört er auf jeden Fall dazu. Dann wäre auch ein Tag damit wieder ein Stephen King Verfilmung. Ab 18 ziemlich blutig und auch ein ziemlich guter Werwolf-Film geworden. Und das ist einer meiner Lieblings-Werwolf-Filme, muss ich ehrlich sagen. Hat wirklich auch wieder alles. Er hat gute Atmosphäre, er hat die Spannung drin und ja, auf jeden Fall sehenswert. Ja, und dann kommen wir zu einer Trilogie, was eigentlich eine Quadrologie ist. Ich habe jetzt aber noch nicht den 4. Teil, deswegen stelle ich euch jetzt nur erstmal die ersten 3 vor. Das ist Wishmaster 1 bis 3. Also, ich muss sagen, die beiden, 2 und 3, sind ziemlich gut geworden auf jeden Fall. Vor allem der 2. Teil ist ziemlich krass blutig. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass der 3. Teil einfach nur ab 16 ist. Aber ziemlich gut geworden. Aber nichts geht um den 1. Teil. Hier spielen 3 Horror-Spezialisten mit. Robert Englund, Tony Todd, der als Candyman bekannt ist, und natürlich unser Jason Voorhees, Kane Hodder, spielt auch mit. Und auf jeden Fall Kult ist natürlich auch Uncut, steht hier ganz klein. Und alle 3, wie gesagt, in der Anker-Edition. Und es gibt noch einen 4., den werde ich mir auch noch holen. Auf jeden Fall. Aber Wishmaster macht schon Spaß. Dann Wizard of Gore. Remake, Uncut. Ja, ist ganz gut geworden. Auf jeden Fall ziemlich splatterig. Und auch ziemlich gut. Ist ein Wendekörper mit 18. Und kann man sich mal ansehen, muss man jetzt nicht unbedingt, aber er ist schon ziemlich gut geworden mit ihren Splatter-Effekten auf jeden Fall, die es da gibt. Dann natürlich Wolf Creek, auch hier wieder ein Wendecover mit dem hier und dieser Zeichnung, ist ab 18 und ziemlich intelligenter Reißer und ja, ziemlich interessant gemacht auf jeden Fall. Kann man sich auch auf jeden Fall ansehen. Ja, und dann kommen wir zu Lucio Fulcis Voodoo. Ein Splatterfilm as its best. Also der Film ist für Splatterfans beziehungsweise auch für Horrorfans ein absolutes Muss. Finde ich aufgrund seiner Laufzeit zwar ein bisschen langatmig, aber die Effekte, die machen wirklich diesen Film aus und deswegen ist er schon ziemlich gut geworden. So, jetzt will ich doch ein bisschen schneller machen. Dann stelle ich euch eine Trilogie vor. Der erste Teil von Wrong Turn, einfach klasse. Ein ziemlich geiler Film. Dann Wrong Turn 2, Dead End, ist aus Deutschland, ist somit auch geschnitten. Es ist jetzt nicht diese unrated Fassung, ist aber schon ziemlich gut geworden. Ja, und jetzt der Film, mit dem ich berüchtigt bin, der auch ziemlich heftige Diskussionen über meine Sammlung gemacht hat. Wrong Turn 3, Unrated Fassung, Left 4 Dead. Ziemlich geiler Film.
Ich weiß es auch, dass er das ist. Nur für alle. Ich weiß es. Dass es ein B-Film ist. Alle wissen, wovon ich spreche. Aber trotzdem ziemlich geil. Und auch als B-Film ist es schwer, an den zu kommen. Trotzdem. Naja, auf jeden Fall mache ich weiter mit Zombies. Ja, mit einem 3D-Holocover. Sieht man hieran besonders gut. Ist ein ziemlich interessanter Film geworden. Auch zum Teil ziemlich blutig. Und auch ein netter Film für zwischendurch. Dann Zombie Night Unlimited. Zombie 1, 2 mit Making-of und dem Soundtrack. Das ist hier das Making-of. Das ist der Soundtrack. Und hier ist Zombie 1 und 2 drin. Ist auch, wie Zombies, auch ein guter Film für zwischendurch. Und die Effekte sind auch schon ziemlich klasse gemacht. Dann Zombies Troopers mit Jenna Jameson, Robert Englund. Und auch ziemlich witziger Film, Hardcore-Film, ist auch in der Unrated und wirklich nur was, da der Film hat, ist wirklich nur für, ist nun mal Geschmackssache, ob man den mag oder nicht. Also ich finde ihn ganz ansehnlich. Dann ein Zombie hing am Glockenseil, ja, auch hier wieder trotz seiner Lauflänge 89 Minuten, kleiner Blick mal. Ja, mit seinen 89 Minuten finde ich den schon ein bisschen langatmig. Aber wie schon bei The Beyond, machten gerade auch die Effekte ziemlich den Film aus. Und er ist schon ziemlich hardcore, also auf jeden Fall. So, dann kommen wir zu einem Kultklassiker ungeschnitten, zu einem wirklichen Kultklassiker, Zombie Dawn of the Dead. Was soll ich da schon so sagen? Einfach nur geil. Macht Spaß, den zu gucken. Und ja. Mehr brauche ich eigentlich zu dem Film eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja. Und dann kommen wir noch zu zwei Filmen. Nämlich hier der Dawn of the Dead, also der Zombie-Box mit Dawn of the Dead. Das ist die geschnittene Fassung. Man sieht es zwar auch, dass das richtig krass geschnitten ist. Allerdings habe ich mir das eher geholt wegen Document of the Day. Glaube ich, so hieß das Ding. Document of the Dead. Und deswegen habe ich mir das eher geholt. Und dann noch Zombie 2, 3 und 4. Ja, die sonst diese drei Filme finde ich jetzt nicht so gut. Aber trotzdem kann ich ruhig mal die Box einfach ruhig behalten. Finde ich schon ganz nett. Ja, und dann kommen wir zum letzten Film. Und danach mache ich zwei spezielle Updates. Weil jeder, der weiß, habe ich zwei Serien, die einfach fehlen. Ja, aber jetzt stelle ich euch hier erstmal nur den letzten Film vor, Zimmer 1408 in der dicken Box, in der 3DS Limited Collector's Edition. Director's Cut ist genauso aufgebaut wie das Halloween, wie die Halloween-Box, also wie der erste und der zweite Box. Ja, also schon ziemlich cool. Der Film, also ist natürlich auch mal wieder von meinem Liebling Stephen King. Und auf jeden Fall sehenswert der Film. Also der Film ist schon ziemlich geil. Also für jeden, der solche Filme auch mag, ist der auf jeden Fall ziemlich geil. Und Psycho-Thriller, Psycho-Horror-Thriller ist das schon ziemlich klasse. Ja. Wie ihr gerade seht, seht ihr mich in der Spielung. Ja, das war's dann erstmal. Danke, dass ihr zugesehen habt. Macht fleißig Kommentare und nicht nur bitte über Wrong Turn 3 schreiben. Ich kenne mich, ich weiß, dass es so ein Film ist. Aber trotzdem, macht fleißig Kommentare. Ja, und bis dann.